Ha, meine Siedlerfreunde, willkommen zurück bei Siedler 1, Mission 12. So, Freunde, einmal habe ich das Ding hier oben gebaut. Ach, der ist ja auch schon. Den wollte ich ja mal abreißen zwischendurch, ne? Den brauchen wir nicht mehr. So. Dann hier unten wollten wir noch mal was angreifen, damit wir. Dann sind sie bald alle zurück, oder? Ja. Damit wir das Stückchen Land noch bekommen. Hier wird wahrscheinlich drei reichen. Hier brauche ich gar nicht so viel nehmen. Von wo kommen sie denn noch? Ach, von hier drüben wahrscheinlich. Oh, sorry. Ja, ich brauche Platz. Ich muss nochmal ein Fischerhäuschen bauen. Tut mir leid. Da müsst ihr jetzt halt dran glauben. Ah, ist ja sowieso bloß ein Unteroffizier. Den werde ich ja hoffentlich mit drei schaffen. Vielleicht reicht ja auch schon einer. Wer weiß. Ah, nein, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Scheiße. Okay. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ich hätte eigentlich auch hier angreifen können und hätte mir das hier unter den Nagel reißen können. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wieso tue ich das eigentlich nicht? Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So, und ihr? Ihr, was macht ihr? Ihr macht gar nichts mehr, hä? Jetzt habt ihr Schiss. Jetzt habt ihr Schiss bekommen. Wenn ich euch angegriffen habe. Klappt's oder klappt's nicht? Jetzt komm, hau mal hier rein. Was ist hier los? Wieso will das nicht so, wie ich will? Denn doch drei Leute hätten noch gereicht. Och, Mensch. Komm, jetzt hau mal in die Backen hin, dann sind wir in der Ruhe. Na, 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 na. Na! Das ist doch unglaublich, ein gefreiter Hauten. Unteroffizier, eine rein. So, jetzt haben wir wieder Platz für ein Fischerhäuschen. Was für ein Aufwand für ein Fischerhäuschen. Aber es hat sich gelohnt. Yes. Gut. Vielleicht reicht es jetzt mal von der Fischer her. Und ich bekomme hier oben genug Fisch an meinen Minen. So, das ist der Sieg, jawohl. Sieg errungen. Wir könnten auch einmal uns hier durchbohren, dass wir hier zusammen verbinden könnten. Hey, dann wär's schneller bei der Mine. Das wäre ja taktisch natürlich nicht blöd, ne? Ah ja, der wäre abgeschnitten. Ne, wäre nicht mal. Der Sack. Der ist durchgehend, ne? Boah. So ein Stricher. Na, dem sollte man echt gerade mal eine hier vor den Latz ballern, ne? Boah, wir haben viele Soldaten. Wir könnten es sogar machen. Wieso lassen sich keine mehr rekrutieren? Himmel, Jesus. Naja. Egal. Okay. Okay. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ihr dürft euch immer noch melden, ne? Wollte ich nur mal so anmerken. Wenn ihr mal Bock habt, Co-Moderator zu spielen, einfach mal euren Senf dazu zu geben beim Spielen. Einfach mal unter das Video Kommentar schreiben oder mir eine PN schreiben oder wie auch immer. Oder über Facebook oder über meine Homepage oder wie auch immer ihr wollt. Ihr könnt mich irgendwie immer erreichen, auch über Xfire. Könnt ihr einfach schreiben, hey du, ich möchte mal mit dir zusammen dieses Spiel hier moderieren. Hast du nicht Lust oder wie auch immer, einfach mal melden. Ich freue mich über einen Gesprächspartner oder Partnerin. Spielt keine Rolle. Alter und Stimme spielt keine Rolle, also Geschlecht auch nicht. Nur das Mikrofon sollte nicht irgendwie so herkommen, dass ich irgendwie redet. Das wäre natürlich richtig schlecht. Also es sollte auch ein bisschen ein angenehmes Mikro haben.
dass man sich gut unterhalten kann. Und dann wäre das alles gar kein Problem. Ihr könnt euch einfach bei mir melden. Wie gesagt, schreibt mich an, spammt mich voll. Dann dürft ihr mit mir zusammen hier moderieren. Habe ich auch mal ein bisschen Gesprächspartner, wo man ein bisschen was labern kann nebenher. So, also wo machen wir jetzt weiter? Wo machen wir weiter? Hier gibt's Fisch. Fisch. Hier unten. Ja, kommen frische Rekruten angerannt. Komisch, hier tut er welche rein, aber hier nicht, ne? Nö, hier lässt es leer. Meine Herren. Naja, was soll's. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So. Hat der genug Arbeit? Oh ja, der ist voll ausgelastet. Der ist aber richtig ausgelastet. So, für meinen logistischen Punkt, wie ich gerade so das schön benannt habe, werde ich mich hier mal ganz kurz durch den Feind durchbohren. Und zwar hier 6 und dort 6. Weil ist für mich einfacher. Besser. Die Materialien von dort nach dort zu bringen, also den Fisch. Den frischen Fisch. Irgendwie konnte man doch mal am Wasser hier, genau. Nee, halt, das ist ein bisschen doof, ne? Über einen Wasserweg könnten wir doch das dann auch dahin liefern, so. Hier, zum Beispiel. Und hier zum Beispiel. So, dann einmal durchs Wasser. Ja, wie? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ah, nö, oder? Oh, das gibt's doch nicht. Geht nicht. Okay. Kriegen wir hier irgendwo ein Fähnchen? Da kriegen wir ein Fähnchen. Also komm, probieren wir es mal hier so. Jetzt ziehen wir mal den Weg hier schön durch. Nach oben. So. So. Und anbinden hier. Und dann von dort aus gehen wir einfach mal dahin. Und das reißen wir ein. Juhu! Haha, geht doch. Und dann könnt ihr nämlich den Fisch gleich von dort, könnt ihr dort rüberbringen. Und ihr räumt jetzt mal den Weg hier frei, ne? Ich möchte eine schöne Schneise durchziehen. Für meinen logistischen Weg. Alter! Ja, da hat's geklappt, aber was ist da drüben los hier? Ich wette, der eine gibt bald auf, der Rote. Weil der hat ja nichts. Na endlich! Juhu, fertig hier. Gebäude auch kaputt. Jetzt muss ich mich hier irgendwie durchschlängeln hier. Ich wollte den Bogen ziehen wegen dem Scheißzeug, was sie hier gepflanzt haben. Halt, kann ich da auch hier unten durch? Ne, geht nicht, ne? Ah, halt, erst wenn es weg ist. Jetzt kann ich, oder? Nein, geht auch nicht. Och, schade. Naja, wenigstens besser als alles außen rumtragen. Da kommt der Fies wenigstens gleich an, hier. Wie sieht's aus mit der Burg hier? Oh, die ist fertig! Mohaha. Da kommen auch schon meine tapferen Krieger zum Besetzen. Geil. Gold. Oh. Ich liebe Gold. Ich liebe es. Ich mag es. Ich würde sogar damit Geschlechtsverkehr machen.
nein, nein. Solche Schweinereien machen wir natürlich nicht für Gold, ne? So, hier hätten wir jetzt uns einmal durchgebohrt. Nett. Ja. Was los? Gebäude besetzt. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Fehlt euch ein bisschen was? Oh. Natürlich doof. Das wollte ich nicht, ne? Guck mal, wie viel Bogen ich habe. Boah, jetzt ist... das jetzt ist aber gut hier, ne? So viel kann doch gar nicht... Ne. Das kann ja niemals einreißen, der Feind. Das geht ja nicht. Das geht doch gar nicht. Kriege ich wenigstens hier noch ein bisschen Nachschub? Jawohl. Wieso will hier eigentlich keiner mehr reingehen? Mal eine blöde Frage. Kann mir wahrscheinlich auch keiner beantworten. So. Da haben sie noch etwas... Industrie... Warte mal, halt, der hier, was hat denn der jetzt noch? Der produziert ja gar keine Waffen mehr. Hm, ist dir das Zeug ausgegangen, hä? Du Penner. Ja, hä? Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Jetzt zieh ich erstmal eine Schneise hier durch. Was glaubst du, wer du bist hier? Ich schon mal 10 Mann hier ran und schicken und... Angriff! So. Gold. Gold, Gold, Gold. So. Jetzt reißen wir nämlich den hier noch die restlichen Bergwerke ein. Guck mal, das ist gar keine Gefahr mehr. Ach was. Das ist gar nichts. Das nix ist der. Und habe ich schon einen weggeballert hier von dem. Das kann der ja gar nicht mehr nachproduzieren, was ich ihm jetzt hier antue. Hier steht alles still. 14% nur noch. Oh, das ist wenig. So, jetzt kriegst du noch eine geballert. Komm, klopfen eine. Und noch eine, jawohl. So, die haben keine Motivation mehr. Hier oben. Da geht nichts mehr. Die Bergwerke werden fallen. Das nächste wird hier sein. Das wird mein nächstes Opfer. Nachricht. Ja, ich weiß. Ich hab's gerade eingerissen. So, ihr könnt euch ruhig einigen und aufgeben. Kein Problem, ich bin nicht beleidigt mit euch. So, welches greifen wir als nächstes an? Was? Das ist jetzt aber echt ein schlechter Scherz, ne? Jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt wollen sie es aber wissen. Ich glaube, die sind verrückt. Ihr wisst schon, dass ich euch platt machen werde dafür. Falls ihr das hier schaffen solltet. Ist das voll besetzt? Das ist natürlich für euch eine richtig blöde Situation hier. Vor allem, weil da kommt schon wieder einer nachgerannt. Jetzt kriegt ihr erstmal eine geballert, aber ganz kräftig hier.
Ja, und wenn ich es auch verlieren würde, wäre jetzt kein arger Verlust für mich. Weil das liefert hier ja sowieso nichts mehr für mich, ne? Und jetzt ist nämlich schon wieder einer drin. Oh. Verschwend doch nicht deine Armee, du Trottel. Das ist für mich jetzt echt verwunderlich, was der hier gerade veranstaltet. Naja, soll es doch machen. Mein Gott. Hat sich ja schon erledigt, der Kampf hier. Soll er von mir aus noch ein paar Mal angreifen. Bringt ihm ja sowieso nichts. So, hier liefern sie Waffen an. Und Schilder. Ey, habe ich eigentlich noch einen. Oh, ich habe zwei Leutnant, zwei Oberleutnant. Wo sind die? Die sind irgendwo versteckt. Ja, ist auch wurscht. Guck mal, hier wird langsam gefüllt. Ui. Und wie sieht's von der Karte her aus? Oh, dem geht's aber nicht mehr gut. Der wird jetzt erstmal klein gequetscht von mir. Und für das, was er mir gerade angetan hat, muss er natürlich auch büßen. Und wird irgendwo mal wieder angegriffen von mir. Aber ich muss erst noch einen richtigen Platz aussuchen, wo ich reinmarschieren werde. Was? Jetzt reicht's aber hier. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll von dir. Meine Herren. Komm, schicken wir nochmal drei nach. So, da fangen wir nämlich jetzt gleich mal hier die ab. Oh, meine Fresse. Was? Ey, wenn das fällt, dann fällt hier das hier und meine Waffenproduktion. Na, warte. Ey, was soll das? Normal läuft doch der hier erstmal raus hier. Das schafft er nicht. Im Leben nicht. Nein! Die Würfe sind gefallen. Selavi! Ah, nur die Schmelze. Ja, auf die kann ich scheißen, ja. Auf die kann ich scheißen. Holen wir uns wieder zurück. Genauso wie wir das uns hier holen werden. Was? Der greift alles an. Ah, der fängt langsam an zum Schwitzen, hä? Geht ihm langsam die Rosette. Aha. Okay. Ich weiß doch warum. Ich weiß doch warum das so ist. Ich werde auch hier wieder meine Schmelze hinbauen. Weil ihm gehen die Rohstoffe aus und er will jetzt unbedingt wieder an Rohstoffe rankommen. Ist ja wohl klar. Klar, dem geht jetzt die Flitzpiepe, ne? Deswegen werde ich den jetzt auch angreifen. Permanent. Ist das also hier mein Feind Nummer 1, mein Feindbild? Perfekt. Der wird jetzt nicht etwa. Hey, 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 mach jetzt ja keinen Scheiß hier. Meine Mine. Mein Stein. Du Penner.
Oh, jetzt muss ich das wieder zurückerobern hier. Greift er mich noch irgendwo an? Nee. Okay. Nee, er greift mich nirgends an. So. Holen wir uns wieder zurück. Ganz klar. Klarer Fall. Und als Racheakt holen wir uns natürlich hier oben das Stückchen noch. So, na warte. Na warte, mein Freund. Ich kriege immer noch. So, einmal. Und verbinden. Natürlich verbinden. Jetzt muss ich hier nochmal einen Geologe hochschicken. Ein, zwei Stück. Halt. So. Eins, zwei und noch einen dritten. Dass ich wieder Stein abbauen kann. Das braucht der Papa. Oh, meine Herren. Wieso ist jetzt gerade hier so ein Materialstau? Eigentlich mal eine blöde Frage. Der kriegt kein Eisen mehr hier. Und der hier auch nicht. Und hier ist Eisen noch drin, aber die bringen es nicht raus. Warum? Wieso tut ihr das? Also wird es Zeit, dass wir... dass wir Eisen abbauen. Wenn die hier langsam nichts mehr bekommen, dann müssen wir abbauen. Ui, da ist gerade ein Oberleutnant raus. Wie läuft's da oben? Ein Hammer? Ist einer. Eieiei. Ich habe hier 10 Mann hingeschickt. Ihr werdet jetzt wohl das noch packen da oben, oder? Nein. Die haben doch sowieso nicht mehr so viel. Die können da nicht mehr alles ausrichten langsam hier. Guck mal hier, da können sie nur noch zur Hälfte. Da geht doch nichts. Nein! Eisen, Eisen, Eisen suchen und nochmal. So, und jetzt aber ganz hurtig hier. Und ihr seid ja voll beschissen besetzt. Boah, Alter. Wie war das? Ich will keine Gefreiten sehen in meinen Gebäuden. Naja, gut, okay. Ja. Lässt sich leider nicht verhindern. So. Was los? Kohle. Kohle haben sie gefunden. Nö, aber ein bisschen Stein wäre nicht schlecht. Ein bisschen Granit nochmal. Ein bisschen. Wenn wir auch nicht mehr viel brauchen, denke ich jetzt mal, dass es weniger wird. Aber ein bisschen im Ersatz haben ist natürlich nicht schlecht, ne? So, der Papa braucht jetzt aber erstmal ein kleines
Gold. Ja, da finden sie jetzt wahrscheinlich wieder alles. Ein kleines Bäuschen. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dran. Tschüss.